Dann werden wir jetzt aber gleich zu bröckeliger Krater nochmal fliegen, gleich da oben landen und uns das nochmal anschauen, das Dokument und das alles. Rettungskapsel 1 und 2 suchen. Die sind ja offensichtlich eher versehentlich abgestürzt. Das war keine Absicht. Vielleicht sind sie sogar das da. Vielleicht ist das das Schiff von denen und das ist die Rettungskapsel, die ich gleich finden werde. Wer weiß. Machen wir uns auf. Damit es nicht so lang dauert. Damit wir mehr Zeit haben. Im Grunde haben mir wahrscheinlich diese Aliens die Fähigkeit gegeben, hier durch die Zeit zu reisen, weil ich die letzte Hoffnung bin. Deswegen waren die wahrscheinlich ursprünglich hier, um das zu verhindern. Haben es aber nicht geschafft. So, wo ist jetzt Bröckeliger irgendwas wieder? Müssen wir jetzt. Das sieht aus wie der, ne? Das ist Schwarzdorn. Ah, da, bröckeliger Krater. Das geht's. Autopilot, bring uns zu bröckeliger Krater. Keine Zeit verlieren. Guck mal, jetzt. Ah, wirklich, ohne Witz, oder? Bröckeliger Krater ist jetzt noch ganz. Meine Güte, das stimmt wirklich. Bröckeliger Krater ist jetzt noch ein kompletter Planet, ne? Ein bisschen zerklüftet, aber eigentlich ganz. Und jetzt wird nach und nach hier, wir wissen es ja schon, alles hinabstürzen in den Kern. Oh, das ist irgendwie cool, aber auch ganz schön crazy. Aber hauptsächlich echt cool. Das gefällt mir. Der hat hier wirklich noch, wenn man Pech hat, parkt man hier sein Schiff, wenn man das erste Mal ankommt, echt ungünstig. Und hat dann ein Problem. Oh, kann ich da oben rein? Ich glaube, nee, das ist Glas. Okay, na gut. Ich bin guter Pilot. In den Bäumen hängen, auch nicht schlecht. Geschwindigkeit anpassen. Vorsichtig. Na, noch ein bisschen. Ja. Okay. Ja, ich glaube, das passt. Gut, wir sind auf dem Ding da gelandet. Was auch immer das ist. Jetzt schauen wir uns das hier nochmal an. Also, geht es allen gut? Alle haben überlebt. Rettungskapsel 2 und 3. Nein, ich konnte keinen Kontakt herstellen. Mit meiner Ausrüstung empfange ich aber die Notsignale der anderen Rettungskapsel. Das bedeutet, dass die Kapseln noch aktiv sind. Ich werde sie weiter anfunken. Hab Dank. Können wir. Der Mond nähert sich wieder. Schnell. Haltet euch irgendwo fest, der Vulkanmond ist zurückgekehrt. Passt auf fallende Asche und Geröll auf. Ich glaube, der Mond ist vorübergezogen. Der Planet scheint sich nicht gerade über Besucher zu freuen. Auf seiner Oberfläche sind wir alles andere als willkommen. Wir müssen schnell eine Zuflucht finden. Der Vulkanmond wird nicht lange fernbleiben. Ich habe mehrere vielversprechende Stellen unter der Oberfläche gefunden, aber wir müssen eine Vorrichtung bauen, damit alle sicher hinunterklettern können. Vielleicht können wir Podeste bauen. Okay, ja, ich verstehe. Das habe ich ja sogar schon gesehen, diese Holz-Verschnörkelungen. Die da, genau. Ah. Und da bricht immer wieder vom Vulkanmond, fallen immer wieder Trümmer auf den Planeten und machen den kaputt. Und wir müssen jetzt hier runterklettern Richtung Schwarzes Loch. Im Zentrum. So, das sieht schon mal gut aus. Was haben wir denn hier? Seid vorsichtig. Ein schwarzes Loch schläft unter uns. Du darfst nicht ausrutschen. Ja, gut. Ich versuch's. Wow, es bricht zusammen. Oh Gott, nein. Ah. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Bin ich schon tot? Ist das der Event Horizon? Wo bin ich?
Was ist jetzt passiert? Wow! Ich glaube, ich bin in ein anderes Universum. Ich bin irgendwo im Weltall draußen. Was ist denn jetzt los? Doofkopf! Vielen Dank fürs Abonnieren. Ey, was los, Freunde? Wir spielen gerade ein echt sehr cooles und ziemlich verrücktes Spiel. Ich bin gerade in ein schwarzes Loch gefallen und jetzt bin ich hier, bei irgendeiner Raumstation. Mein Schiff ist jetzt sonst irgendwo. Aber ich werde jetzt da mal landen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir sind jetzt einfach tot. Das ist ziemlich cool. Okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, Schwerkraft. Okay, puh. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Ich lese mal, was da steht. Übersetzen wir das mal. Poke. Willkommen auf der Weißlochstation. Falls du nur versehentlich durch das schwarze Loch gefallen bist, keine Sorge. Das ist uns allen schon passiert. Kann dich dieser Warpturm zurück zum bröckeligen Krater bringen? Okay, cool. Ich verstehe. Das ist ja witzig. Blutzwilling Projektionsstein. Was mache ich mit dem Blutzwilling Projektionsstein? Keine Ahnung, aber hier steht noch was, habe ich gesehen. Da ist noch eine zweite Nachricht entstanden. Jeder Warpturm ist auf einen Himmelskörper ausgerichtet. Um den Warpturm zu verwenden, stell dich auf der Plattform, auf dem Boden auf und warte, bis der entsprechende Himmelskörper, in diesem Fall bröckeliger Krater, direkt über dem Turm steht. Blicke nach oben, während die Station sich bewegt. Sobald der Himmelskörper direkt über dir steht, ist der Turm korrekt ausgerichtet. Das klingt kompliziert, aber gut. Hier soll ich mich hinstellen, oder wie? Nee. Doch. Oder muss ich da reingehen? Verstehe ich jetzt nicht. Blicke nach oben, während die Station dich bewegt, sobald der Himmelskörper direkt über dir ist. Da ist gar kein Himmelskörper. Irgendwie. Verstehe ich nicht. Und dann soll ich da... Oh, was ist jetzt? Oh. Okay. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich habe irgendwas gemacht. Jetzt dreht sich hier was. Ah, ich glaube, ich habe das... Oder? Habe ich es jetzt erst aktiviert vielleicht? Aha, jetzt bewegt sich was. Aber was dann? Ich muss nochmal darunter gehen, glaube ich. Damit kann ich das Ding nach links oder rechts drehen lassen, wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Aber wie komme ich jetzt zurück nach bröckeliger Krater? Das verstehe ich nicht.
Was ist das da? Ein Ei. Ein Space-Ei. Hier kann ich auch nicht interagieren, oder? Aber warte mal, da... Es bewegt sich jetzt. Ich glaube, ich muss... Ich glaube, dass wir jetzt gleich da wären, wenn ich das richtig verstehe. Werde ich dann da einfach hin teleportiert, wenn ich hier stehe? Oder was? Wie funktioniert das? Da ist die Sonne. Und jetzt? Ja! Oh! Okay. Ich verstehe. Jetzt sind wir auf bröckeliger Krater in einer Alien-Ruine. Oh, das kann man auch übersetzen. Ach so. Abflugzeit. 15.000 irgendwas. Warp-Status abrufen. Okay. Uralte Ruinen hier von denen scheinbar. Jetpack tanken, machen wir. Oh, das sind anscheinend Knochen von den Aliens da. Ja. Wow, hier schlägt schon wieder was von dem Mond ein. Das gefällt mir gar nicht. Dieser Vulkanmond. Was ist denn mit dem los? Schauen wir mal, was hier steht. An unsere Freunde auf dem bröckligen Krater. Ich warpte soeben von der Weißlochstation hierher. Ich auch. Von der anderen Seite des schwarzen Lochs zum bröckligen Krater. Unsere Entwicklung funktioniert. Wir haben erfolgreich das Warp-Reisen neu erfunden. Ich kann nicht sagen, wie nah ich an Nonas Originalentwurf gekommen bin. Aber solange es funktioniert, bin ich glücklich. Überglücklich sogar. Ich wusste, wir können es schaffen. Kasavo, hoffentlich liest du das. Poke, Moment. Das kann nicht stimmen. Clary, siehst du diese Daten? Falls sie stimmen, würden sie das Kausalprinzip verletzen. Unsere Geräte müssen irgendwo einen Fehler haben. Ich kehre zur Weißlochstation zurück. Bringe Root mit. Dann können wir gemeinsam eine komplette Diagnose durchführen und das Problem hoffentlich finden. Sag Kasova nichts davon. Das sind exorbitante Neuigkeiten. Ich kann es kaum erwarten, den Warpturm zu sehen, obwohl es schon lange her ist, dass ich das letzte Mal durch das schwarze Loch gesprungen bin. Okay, ich nehme mal den Codex hier raus und werfe ihn hier irgendwo hin. Nur für den Fall, dass wir einen anderen Codex finden, dass wir den gleich einsetzen können. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie der Bröckelige. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind hier einige von denen gestorben. Meine Güte, immer diese Einschläge. Wollten die nicht hier dieses Supergerät bauen, diese Supermaschine? Dieses neue Teleskop? Wo parkt denn mein Schiff eigentlich? Das ist so ziemlich genau auf der anderen Seite des Planeten. Na wunderbar. Das ist ja toll. Sauerstoff haben wir noch genug. Jetpack Fuel auch. Mach mich mal auf den Weg dahin zurück, wo wir reingefallen sind. Unter die Erde, wo eigentlich unsere andere Spur hingeführt hätte. Das wollte ich nicht. Hab mich nur verdrückt. Wow, ich sollte echt aufpassen. Diese Kometen hier sind gefährlich. Oh Mann, ey. Was für ein lebensfeindlicher Planet. Abgesehen davon, dass er in sich zusammenfällt gerade, wurde man anscheinend auch schon vor langer, langer Zeit dauernd von dem Vulkanmond bombardiert. Da ist er wieder. Oh Gott, Vorsicht. Oh, bremsen, nicht schon wieder ins schwarze Loch fallen. Nein. Ah, na komm, wir kennen das Prozedere ja schon. Wunderbar.
Wir sind ja schon im 13. Monat, genau. Der kleine Landsquid. Wer weiß, wo der bleibt. Vielleicht sind wir Elefanten. Die tragen länger. So. Oh. Shit. Ich hoffe, das war nichts Wichtiges. Wo ist denn hier der Eingang gleich nochmal? Ich finde den nicht mehr. Aber jetzt weiß ich ja, wie das funktioniert. Jetzt wären wir gleich wieder da. Aber ich glaube, jetzt geht eh gleich die Welt unter. Wir können jetzt im Grunde auch gleich explodieren. Ich glaube, für heute ist unser Abenteuer gelaufen. Aber es ist schön, wie man so relativ schnell intuitiv lernt, wie diese Alien-Technologie funktioniert. Und auch die Symbole lernt. Ich weiß jetzt schon, was dieser wie die diesen bröckeligen Krater darstellen. Den erkenne ich jetzt schon wieder quasi. Das ist irgendwie schön gemacht, finde ich. Aber diese Glutzwillingsprojektionsstein, kann ich den irgendwo benutzen? Könnte ich uns vielleicht auch zum Glutzwilling warpen? Oder soll ich den mal mitnehmen? Soll ich mal den Glutzwilling-Projektionsstein zum bröckeligen Felsen bringen? Oder zeigt mir da nur irgendwas, was passieren wird? Möglicherweise. Ah, da unten waren doch wirklich so komische Podeste, ne? Kann mich erinnern, ob man die da eventuell einsetzen kann? Das Problem ist, dass der Planet jetzt immer mehr auseinanderfällt. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir unser Schiff nochmal erreichen, ehrlich gesagt. Ich kann es tatsächlich einsetzen. Und dann erscheint hier Text. Aha, schaut euch das mal an. Von Püye. Rami und ich haben deine Aufzeichnungen überprüft, Poke, und sie zeigen, dass Nami sehr kurz vor dem Verlassen der Weißlochstation am Warp-Empfänger des bröckeligen Kraters angekommen sind. Was? Ich bin mir bewusst, dass es immer verwirrender wird, aber Clary und ich haben die Geräte unzähliger Male getestet. Die Ergebnisse sind jedoch immer dieselben, wenn jemand warpt. Das Intervall ist unglaublich kurz, ungefähr eine hunderttausendste Sekunde. Nimmst du an, unsere Geräte könnten... Moment mal. Nimmst du an, unsere Geräte könnten Zeit nicht präzise in solch kleinen Intervallen erfassen? Wie ich bereits Remy mitgeteilt habe, die Messwerte können nicht stimmen. Wie kann eine Nomai, die hatten also auch zwei Geschlechter scheinbar, bereits auf dem bröckeligen Krater angekommen sein, noch bevor er oder sie in den Teleporter getreten ist? Ah, ich verstehe. Die Implikationen sind einfach absurd. Man kommt hier schon an, bevor man losteleportiert. Das ist ein Paradoxon hier. Ein paradoxer Zeitteleporter. Remy, Poke, da Pai von der Fehlerhaftigkeit der Messwerte überzeugt ist, will sie mir freundlicherweise dabei helfen, das Phänomen im Hochenergielabor nachzustellen. Wir entwickeln ein Experiment, um weitere Daten zu erfassen. Pai, es gibt Neuigkeiten, Poke. Das Hochenergielabor befindet sich in einer Schlucht am Äquator auf Glutzwilling. Komm her, so schnell es geht. Das musst du dir ansehen. Okay. Ich widerspreche nicht. Das würde bedeuten, wir hätten unabsichtlich einige fundamentale Gesetze unseres Universums gebrochen. Wir müssen alle unsere Annahmen über die Natur der Zeit neu bewerten. Ja, das hoffe ich auch. Interessant, interessant. Kann ich das jetzt auch hier einsetzen? Und wenn ja, was passiert dann? Wow. Wow. Warte mal, warte mal. Ich hatte ein bisschen Angst davor, aber versuchen wir es nochmal. Psst.
sehe ich jetzt... Ich glaube, jetzt bin ich auf Glutzwilling, ne? Und da fließt irgendwie Sand aus dem einen Planeten auf dem anderen. Aber ich schätze, ich schaue jetzt quasi durch so eine Art Portal auf Glutzwilling. Deswegen heißt das Ding auch Glutzwillingsprojektionsstein. Ich verstehe, das ist irgendwie cool. Man kann von hier auf Glutzwilling schauen. Na gut, schön, dass wir das noch gesehen haben. Ich will wissen, warum die Sonne explodiert. Das würde mich... Ist es überhaupt die Sonne, die da explodiert? Dem würde ich auch gern mal noch auf den... Grund gehen, warum das Universum untergeht. Das würde ich gern rausfinden. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir schon entfernt sind vom Untergang. Weil sonst würde ich einfach mal abwarten, was passiert. Ob wir irgendwas sehen können. Ob es die Sonne ist. Ich meine, die sieht irgendwie gerade ein bisschen komisch aus, oder? Bilde ich mir das ein. Die hat so einen komischen Blau-Weiß-Schleier. Keine Ahnung. Aber da müssten wir jetzt der Sonne hinterherlaufen, wenn wir nicht zu unserem Schiff kommen. Oh, ich glaube, da ist gerade was in unserer... Oh Gott, das ist direkt hinter uns explodiert. Ja, das wäre beinahe ein kurzer Trip geworden. Quatsch, das wollte ich nicht. Ich versuche doch noch zu unserem Schiff zu kommen. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Zwitschern da. Wartet mal. Das ist in Wirklichkeit. Ich war mir gerade nicht sicher, ob im Spiel oder in Wirklichkeit die Vögel zwitschern. Ich hätte es fast ein bisschen creepy gefunden, wenn hier Vögel gezwitschert hätten. Aber so war es nicht. So, da stürzen wir wieder ab. Ich glaube, wahrscheinlich ist von dem Planet, auf dem wir hier sind, sowieso nicht mehr besonders viel übrig. Was es nur noch schwerer macht, zu unserem Schiff zu kommen. Also wenigstens in die Nähe von unserem Schiff. Aber dass es hier so schneebedeckt ist, hätte ich auch gar nicht gedacht. Ach Quatsch, ich drücke immer die falsche Taste zum Husten. Wow, neben mir ist gerade ein Stück Erde weggebrochen. Oder bin ich gerade auf einem Stück Erde, das abbricht? Ja, wir kommen von hier nie wieder weg. Oh Gott, und wieder sind wir hier. Und wieder hier. Moment mal, was ist denn das da? Ach so, das ist nur die andere Seite von dieser Warp-Station. 3 Minuten Sauerstoff. Warte mal, ist das... Kann ich da einfach mit dem Jetpack hinfliegen? Das sieht so nah aus. Nee, warte mal, das ist... Oh, das sieht... Aber Schwarzdorn sieht auch so ähnlich aus irgendwie, oder? Ich befürchte, ich bin nicht schnell genug. Verdammt, Schwarzdorn ist schneller, als ich jemals beschleunigen kann. Mit dem Jetpack alleine kommt man nicht weit. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Ich glaube, jetzt hängen wir, sind wir gestrandet. 23 Kilometer zum Schiff. Challenge accepted. Das schaffen wir. Ich muss nur stark genug beschleunigen. Wir haben nicht mehr viel Benzin. Vielleicht knalle ich da jetzt voll rein. Aber von hier können wir zumindest schön beobachten, was uns umbringt, wenn es denn bald passiert. Oh, guck mal, was ich entdeckt habe. Warte mal, wir sind hier? Wow! Cool. Da, auf dem Gasriesen will ich landen. Oh, da ist das Schiff, das am Anfang kaputt geht. Oh, shit. Das wäre jetzt interessant, aber da kommen wir unmöglich hin ohne Schiff. Das, was am Anfang so zerbricht, jedes Mal, wenn wir die Zeitschleife neu beginnen. Ich versuche gerade, dass wir da hinkommen, aber ich bezweifle, dass wir das schaffen. Aber kreist das Ding um diesen Gasriesen scheinbar? Das finde ich interessant. Da könnte man mal hinschauen.
Warnung, Treibstoff aufgebraucht. Verwende Sauerstoff für Antrieb. Holzkamin. So nah und doch so fern. Oh oh. Ich glaube, wir ersticken. Aber so ist das eben. Macht ja auch nichts. Können wir wenigstens wieder schneller losfliegen. Ich muss mir nachher ein Eukalyptusbonbon holen, glaube ich. Da, genau. Da oben ist es. Da will ich jetzt hinfliegen. Das will ich jetzt sehen. Untersuchen wir die Trümmer. Wenn ich wissen würde, was der da abschießt und wo das hinfliegt. Könnte das sein, dass noch welche von den Aliens hier leben und dass das noch eine Rettungskapsel ist, die abgefeuert wird? Ich sehe es sogar noch von hier. Lasst uns mal hier mit dem Autopiloten zu den Tiefen der Riesen fliegen und dann schauen wir uns die Sache mal an. Da ist es. Es explodiert sogar noch. Das ist noch warm. Das Raumschiff fragt da. Aber jetzt muss er uns erst der Autopilot hinfliegen, weil sonst, genau, ich beschleunige wieder zu stark und dann knallen wir voll rein. Dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Auf jeden Fall ist das groß, was auch immer das ist. Ich würde fast sagen, ich warte kurz, weil das anscheinend eh... Ich muss ein bisschen aufpassen. Wir sind, glaube ich, schon in der im Gravitationsfeld von dem Planeten. Der zieht uns schon rein. Genau. Da möchte ich eigentlich unsere Geschwindigkeit angleichen. Das ist groß und das war verdammt nah an dem Planeten. Aber da ist jetzt... Ah, da unten. Ich kann da unten ran. Ich kann da unten rein. Muss ich da zu Fuß ran? Wahrscheinlich. Okay, Geschwindigkeit anpassen. Dann steigen wir mal aus und schauen uns die Sache mal persönlich an. Bin gespannt. Oh, wir sind auch schon im... Wir sind auch schon drin. Das ist definitiv Technologie von dieser alten Spezies-Rasse-Dingens hier. Das kennen wir schon. Das ist wie bei der Warp-Station vorher. Okay. Oder sagen mir jetzt nichts. Fliegen wir mal dahin, wo 1 steht. Vielleicht. Okay. What? Achso, warte, ich glaube, ich verstehe. Das sieht aus wie diese Flüssigkeit bei dem Projektionsding von vorher. Okay, schauen wir mal, was hier an der Decke so ist. Ah ja, da könnte ich wieder Ah, was haben wir denn hier? Startmodul, Projektionsstein. Das ist aber das Symbol von einer anderen Tür. Mal schauen, was passiert, wenn ich das hier einfüge. Dann... Sehe ich hier seltsame Sachen, die ich nicht interpretieren kann. Okay.
Untiefen des Riesen. Schauen wir uns das mal an. Oh, man kann anscheinend landen. Das ist gar kein Gasriese. Das ist nur was mit... Okay, ja. Na gut. Schauen wir mal. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Arvins. Yaro sagt, es gab ein Problem mit der vorgeschlagenen Energiequelle, weshalb darum gebeten wird, die Sondenorbitalkanone nicht abzufeuern. Ich hoffe doch sehr, dass du mich nur auf den mechanischen Arm nehmen willst. Ich wünschte, es wäre so, mein Freund. Sie sind sich nicht sicher, ob sie das Problem beheben können, weshalb die Sondenorbitalkanone bis auf Weiteres stillgelegt wird. Sage Private und Mellow bitte, sie sollen von der Kanone zurückkommen. Mein Ehemann und ich werden für den Moment bei der Fertigstellung... Bei der Fertigungsanlage verbleiben. Neuigkeiten. Mellow und ich werden uns dir und Des anschließen. Private hat sich verabschiedet, um ihren Bruder zu suchen. Sie hat Angst. Idea könnte sich dafür verantwortlich fühlen. Okay. Startmodul. Ich leg das mal ein. Mal schauen, ob wir da was lesen können zu dem Startmodul. Meine bessere Hälfte, Mellow. Kasawa schickt die letzte benötigte Komponente für die Kanone. Schon bald, relativ gesehen, wissen wir, wo genau sich das Auge befindet. Casanova erklärt mir, dass er und die Mannschaft der Fertigungsanlage ein Energielevel festgelegt haben, das wir unter keinen Umständen überschreiten dürfen. Ich verstehe, gehe ich recht in der Annahme, dass wir seine Anweisung ignorieren werden? Deine oder seine? Dass wir diese Anweisung, nichts von beiden. Okay, Ich gehe stark davon aus, dass unsere Freunde unser Naturell mit einkalkuliert haben. Also bestätige ich diese Annahme. Okay. Indem wir der Sondenorbitalkanone alle Energie geben, die sie strukturell aushalten kann, eröffnen wir uns die größten Chancen, das Auge des Universums zu finden. Ja, die Sonde muss sich so schnell wie möglich, so weit wie möglich bewegen. Ich nehme die nötigen Anpassungen vor. Der Gedanke, dass wir die herausfordernde und lehrreiche Suche unserer Vorfahren letztendlich zu einem Abschluss bringen könnten, erfreut mein Herz ungemein, mein Liebster. Okay. Dann fliegen wir mal noch... Ups, voll gegen die Wand. Warte, ich will mich doch mal hier noch mal kurz umsehen. Weil hier... Nein, nein, nein! Was machst du denn? Flieg an die Decke! An die Decke! Danke. Aha, da habe ich was entdeckt. Okay, eine Station und ein Schiff oder so. Das sieht aus, das ist die Orbitalkanone wahrscheinlich. Oh, Text ist erschienen. Kanone mit zufälligen Sondenflug, mit zufälliger Sondenflugbahn ausgerechnet. Gravitationsfeld aktiviert. Vor 5 Minuten und 59 Sekunden. Anfrage der Sondenstartfreigabe vom Projekt Zwillingsasche erhalten. Hey, zerstören die hier alles versehentlich vielleicht? Kann das zufällig sein? Mit ihrer komischen Space-Kanone? Aber dann müssten die noch leben in dem Moment, wo ich quasi, wo der Zeitloop beginnt. Das wäre ja verrückt irgendwie. Das ist die Orbitalkanone. Das ist, glaube ich, das, wo wir hier sind, oder?
Und das schießt ein Projektil, wie wir es sehen. Und dann explodiert das Ding. Das ist genau das, was passiert ist. Ich bin jetzt aufgeregt. Beginn Startaufzeichnung. Sonden-Orbitalkanone. Startanfrage erhalten. Sondenstart erfolgreich. Sonden-Nachführungsmodul. Empfange Daten von der Sonde. Strukturelle Integrität der Sondenorbitalkanone wurde beim Start beeinträchtigt. Schaden an verschiedenen Modulen ermittelt. Das habe ich gemerkt. Genau so sieht das aus. Genau da sind wir jetzt. Zur Sondenorbitalkanone mehrere strukturelle Schwachstellen entdeckt. Schaden an Modulen wird ausgewertet. Intakt, keine strukturellen Schäden am Steuerungsmodul. Startmodul, Aussichtsfenster beschädigt. Modul dem Vakuum des Weltalls ausgesetzt. Okay. Interessant finde ich das. Dann werden wir jetzt mal noch in die anderen beiden Kammern hier in der Station. In der Orbitalkanone fliegen. Da gab es ja noch zwei. Fliegen wir erstmal in die mit dem zwei Zeichen hier, genau. Oh, ich glaube, hier ist was kaputt. Da geht es wahrscheinlich nicht weiter. Warte mal, hä? Aha, 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 aha. Doch, doch. Warte mal, da schieße ich den nochmal genau rein. Ah, da könnte man wahrscheinlich von außen durch die Scheibe rein. Eventuell könnte ich da von außen durch die Scheibe reinkommen. Naja, schauen wir dann mal. Aber jetzt müssen wir mal noch in die dritte Kammer des Schreckens. Ah, falsch. Moment mal. Die dritte Kammer ist, wo wir herkommen? Wirklich? Ah, wo fliege ich denn rein? Es gibt nur die drei, glaube ich. Moment mal, was ist denn das da? Die dritte führt auch raus. Ah, da kommen wir gar nicht raus. Oder wie? Es saugt uns rein, das Kraftfeld. Da kann ich nicht raus. Na gut, okay. Kommt das auch auf YouTube? Ja, das kommt auf jeden Fall auf YouTube, aber wie Metatron schon schreibt, das kann leider ein bisschen dauern, weil der letzte 24-Stunden-Stream noch nicht mal abgearbeitet ist. Aber sobald, ich mache jetzt die, übrigens habe ich beschlossen, die Let's Plays, die Stream-Aufzeichnungen länger, weil es zu viele werden, sonst werden wir nie wieder fertig damit. Deswegen, ja, genau. Aber wie gesagt, es kann ein bisschen dauern. So, jetzt lasst mich mal schauen, au, wo eventuell... Oh, oh, wir haben gar nicht mehr so viel Treibstoff. Ich sollte vielleicht nicht zu weit von dem da wegfliegen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt schon nicht mehr hinkommen. Ich habe mich schon ein bisschen zu weit entfernt. Ich glaube, ich fliege lieber mit unserem Schiff. Oder tank vielleicht in unserem Schiff zumindest nochmal auf oder so. Ich weiß gar nicht, ob unser Schiff unseren Tank auftankt, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall will ich in unser Schiff. Bitte Schiff. Lass uns einsteigen. Oh oh, ob wir hier wieder rauskommen? Ja, es hat funktioniert. So, jetzt suchen wir mal. Ah ja, die Kammer mit dem Riss, da ist sie auch schon. Könnte sein, dass wir da reinkommen eventuell. Weil hier am besten so dazwischen parken. Ein bisschen driftet das Schiff leider immer davon, deswegen parkt das Schiff dann immer woanders, wie wir eigentlich wollen. Aber gut. Nee, das Benzin ist nicht aufgefüllt. Okay, das ist gemein. Jetzt
Könnte es sein, dass unser Schiff uns hier den Weg versperrt? Okay, wir sind drin. Okay, Schwerkraft hat uns. Da oben schwebt auch schon ein Steuermodul. Das werde ich hier mal einsetzen. Steuermodul 1. Das zeigt uns jetzt aber wahrscheinlich nur den anderen Steuermodulraum. Genau, ich verstehe schon, wie das hier funktioniert jetzt schon langsam. Dann schauen wir mal, was für eine Tafel wir hier haben. Sonden-Nachführungsmodul. Oh, da ist so eine Statue. Wie komme ich denn da rein? Da gibt's... Irgendwie muss ich da... Das wäre interessant. Wurde das vielleicht abgetrennt? Von der Station hier? Wer weiß. Jetzt schauen wir uns erstmal das da an. Von Aves Mellow. Meine bessere Hälfte. Cassava schickt die letzten benötigten Komponenten für die Kanone. Das kennen wir schon. Genau, das kennen wir schon. Das ist das gleiche, wie wir eh schon hatten. Aber das kennen wir, glaube ich, noch nicht. Mellow, stell dir vor, Private, das Sonden-Nachführungsmodul wird von uns allen zuerst die Koordinaten des Auges des Universums erfahren. Du wirst die Erste sein, die sie mit eigenen Augen sieht. Es ehrt mich und macht mir auch etwas Angst. Du wirst doch von der Sonde-Orbitalkanone nicht verlangen, dass sie so viel Energie aufwendet, dass sie kaputt geht, oder? Doch, genau das passiert. Aber dann sind die hier noch... Hey, wir sind hier kurz, bevor die alle sterben anscheinend. So kurz. Ah, beinahe greifbar. Mach dir keine Sorgen, meine nervöse Freundin. Wir müssen die Sonde ja nur ein einziges Mal abschießen. Wen stört es also, wenn die Sondenorbitalkanone etwas beschädigt wird? Mich stört es, Mellow. Mich stört es, weil wir keine Daten der Sonde empfangen können, wenn das Sondennachführungsmodul zerstört wird. Das Sondennachführungsmodul... Schauen wir mal, ob das hier noch funktioniert. Nee, das ist kaputt gegangen. Hier gibt es nicht mal Schwerkraft. Hier funktioniert gar nichts mehr. Na schön, dann schauen wir, dass wir wieder zu unserem Schiff kommen. Genau, bevor unser Treibstoff ausgeht. So. Wir können wirklich nirgends Treibstoff tanken. Auch nicht, wenn ich den Anzug dahin hänge. Wer weiß. Jetzt hauen wir mal wieder ab von hier. So, ich glaube, wir haben jetzt gar nicht mehr viel Zeit. Aber ich will jetzt mal hier noch in die Tiefe reisen. Wow, ich bin nur grün. Oh, wow, okay. Wow, okay. Riesiger Wirbel, riesiger Tornado auf einem Wasser. Können wir unter Wasser fliegen mit unserem Schiff? Jupp. Und was ist da im Kern? Ich habe ein bisschen Angst, aber ich fliege jetzt drauf zu. Mein Rumblepack vibriert ganz wild. Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren, aber ich fliege jetzt mal hier. Nee, der lässt uns nicht irgendwie, da kommen wir nicht durch. Ah, hier ist ein bisschen Land. Sieht auch nach Technologie von denen aus. Au, okay. Okay. Keine Ahnung. Ah, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kleiner Scout.
Horizont erweitern, Licht ins Dunkel bringen. Ach, der hat auch eine Lichtfunktion. Gefahren aufspüren, die Umwelt erforschen. Okay. Ah ja, jetzt ist unser Treibstoff aufgefüllt. Das ist cool. Jetzt wartet mal, ich werfe mal unseren Scoutwerfer in so einen... Okay. Nachricht angekommen. Oh mein Gott, der Sturm ist gerade über uns drüber geflogen, glaube ich. Ist gerade irgendwie... ist gerade unsere Insel in die Luft geschleudert worden? Ja! What? Habt ihr das gesehen? Wir wurden gerade von einem Wirbelsturm aus in den Orbit geschleudert. Was? Ach, du heilige Scheiße. Das finde ich schon irgendwie cool. Ich habe mir schon gedacht, die Schwerkraft ist auf einmal so... naja, ich schieße den mal nochmal in den großen Tornado. Nein, da wird er weggepustet. Schade. Aber was ist, wenn wir mal in den großen Tornado fliegen? Wäre schon interessant. Aber jetzt gehen wir mal kurz hier, weil das ist offensichtlich wieder so eine Ruine von diesen Aliens. Oh ja, Knochen. Sind die noch blutig oder was ist da so rot? Ein Wirbelsturm-Symbol. Noch ein Wirbelsturm-Symbol. Ah, da ist ein Codex. Kann ich nur nicht nehmen, leider. Da ist wieder die Orbitalkanone. Ach ja, schon langsam ergibt alles Sinn hier. Also noch nicht so ganz, aber schon langsam habe ich eine Idee. So weit, so gut. Wir haben das finale Modul der Sondenorbitalkanone fertiggestellt und sind bereit, es in den Orbit, um die Untiefen des Riesen zur Montage zu schicken. Was für ein Zufall, dass die Planeten genauso nennen wie wir. Naja, mein Übersetzungsmodul übersetzt das nur in meine Sprache. Das macht ja Sinn. Unser nächster Schritt wird es sein, Private zur Sondenorbitalkanone zu schicken, um das Sondenverfolgungssystem zu installieren. An all meine Freunde hier auf der Fertigungsanlage. Ich spreche euch hiermit meine Dankbarkeit für eure unermüdliche Arbeit aus. Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, aber ich glaube wirklich, dass diese Kanone im Gegensatz zu vielen anderen Versuchen tatsächlich Erfolg haben könnte. Schmierst du uns Honig ums Maul, Liebling? Ich freue mich über deine Worte, aber sie sind eher untypisch für dich. Wenn ich je auch nur halb so schnulzig werde, wie sich Mallow und Evers zusammen verhalten, darfst du mich aus der Sondenorbitalkanone abfeuern. Das, wie ich meinen Bruder kenne, wird Evers und seine Gattin die Sonde mit so viel Energie wie möglich starten wollen. Ich bin besorgt, dass die Kanone der Belastung nicht standhalten wird. Irgendwie ist das cool, dass man da nicht nur so uralte Relikte untersucht, sondern dass der Abschuss dieser Orbitalkanone quasi der Event ist, den man gerade noch sehen kann. Das ist gerade eben passiert. Das ist gar nicht alles tausende von Jahre alt. Manche Ruinen auf dem Planeten vielleicht schon, aber das hier alles nicht. Ich schlage vor, dass wir Evers und Mallow eine Leistungseinstellung bereitstellen, die etwas niedriger als das absolute Maximum ist, um Spielraum für ihren Enthusiasmus zu haben. Okay. Oh, ich weiß nicht, ob ich da... Sollten wir wahrscheinlich aufpassen, oder? Aber wo... Was ist denn... Oh Gott, irgendwie hat sich das alles gerade... Ah, ich kann hier...
Ich kann hier gehen. Das hat Schwerkraft. Also das hat Gravitation. Wo kann ich da jetzt auch rüberspringen? Ja. Das hier ist so eine Art Jump'n'Run-Passage. Also so ein Plattformer-Teil irgendwie. Cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Gehe ich mal hier in diese Anliegestücke. Kann ich damit auch unter Wasser gehen? Ja, aber hier werde ich sehr langsam. Aber cool, da ist eine rote Qualle hinten. Ich habe ein bisschen Angst. Ich gehe wieder raus. Wow, okay. Schauen wir mal, was hier los ist. Steuermodul, das kennen wir doch schon, oder? Ist das das gleiche, das wir eh schon kennen? Wahrscheinlich. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe ein Problem mit der vorgeschlagenen Energiequelle. Ich glaube, genau. Ja, das kennen wir schon. Aber das da ist vielleicht neu. Vor 18 Minuten und 53 Sekunden Langstreckensonden erfolgreich von der Sondenorbitalkanone gestartet. Ob die wirklich mit ihrem Abschuss dafür verantwortlich sind, dass hier alles kaputt geht? Ich würde gerne zu dieser roten Qualle, die ist schon sehr auffällig, oder? Dass hier Leben auf dem Planeten lebt, ist das überhaupt eine Qualle? Da sind viele Quallen in der Nähe von diesem Kern da unten. Aber ich werde durch Auftrieb automatisch nach oben getrieben. Das ist gar nicht so leicht, überhaupt nach unten zu kommen unter Wasser. Da sind auch irgendwie Strömungen, die mich wegtragen. Das ist nicht so leicht. Naja. Wollt hier mal noch auf den letzten Steg, der hier noch so steht. Hinten ist eine Insel, aber irgendwie, ich verstehe das nicht. Entweder schwimmen die Inseln hier über die Wasseroberfläche oder das Ding, auf dem ich bin, bewegt sich. Irgendwas schwimmt. Ich weiß nicht genau was, wo, aber irgendwas schwimmt hier. Boah. Oh, ich glaube, wir sind gerade in einem Wirbelsturm. Oh, shit. Okay, eigentlich ganz cool. Das war jetzt ein Service. Wir sollten vielleicht hier hin, bevor wir voll auf die Planetenoberfläche knallen. Will ich lieber angeschnallt sein. Oh, shit. Oh, shit. Cockpit beschädigt. Ich weiß nicht genau, was jetzt passiert ist. Ich glaube, wir sind quasi... Wir waren im Fallen. Wir sind so schnell gefallen, zusammen mit der Plattform, dass wir dann voll gegen die Plattform geknallt sind. Jetzt muss ich unser Cockpit reparieren, bevor es weitergehen kann. Na, dem geht's eigentlich noch gut. Okay, alles gut, alles wunderbar. Ich hänge unseren Anzug auf. Den Anzug sollten wir übrigens nicht vergessen. Was passiert denn, wenn ich jetzt rausgehe? Wahrscheinlich sterbe ich dann einfach sofort. Ich mach's nicht. Stattdessen will ich jetzt in den riesen Tornado fliegen. Ich will wissen, was darin ist. Drin ist? Ja, genau. Wenn wir reinkommen. Ah, der Wind ist zu stark. Wir kommen da nicht dagegen an. Der drückt uns weg. Wie eine unsichtbare Wand. Sehr schade. Das war jetzt ein Strudel, der uns nach unten gedrückt hat, statt nach oben. Schiff zur Reparatur verlassen. Elektrosystem beschädigt. Oh, ich glaube, das Universum geht gerade unter, oder? Wow. Ich weiß nicht genau, aber wow, ist das gerade irre hier.
Tja. So kann's gehen. Okay. Wir haben viel rausgefunden schon, aber was können wir dagegen machen? Ich könnte mal unser Logbuch studieren, aber jetzt müssen wir erstmal eine ganz kurze Pinkelpause einlegen. Machen wir schnell eine kleine, eine bisschen längere Pause. 10 Minuten oder so. Mir ist ein bisschen kalt. Ich muss das Fenster zumachen. Müssen mir was Wärmeres anziehen vielleicht. Ein Hustenbonbon nehmen und auf die Toilette gehen. Und dann geht's gleich weiter. Jetzt warte ich noch schnell, bis wir wieder erwachen, damit ich auf Pause drücken kann. So, okay. Na gut, ich bin gleich wieder da. Also wie gesagt, ein bisschen längere Pause. Bis gleich.